Grüße euch, liebe Zuschauer, ein allerherzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute ein ganz besonderer Gast, nämlich mein allererster Interviewgast, den ich je gemacht habe. Gut 8 Jahre ist es mittlerweile her. Und ich freue mich sehr, dass wir uns wiedersehen und dass wir eine Möglichkeit haben, heute miteinander zu sprechen. Und wie ihr vielleicht schon im Titel erahnen könnt, es geht um Quantenphysik im Alltag. Denn mein Gast ist Physiker und hat natürlich jede Menge dazu sagen dazu, aber eben nicht nur Physiker im Sinne der klassischen Physik, sondern eben halt auch durchaus jemand, der sich auch im alternativen Bereich tummelt. Und du hast sogar dein Institut danach benannt, Quantenphysik im Alltag, finde ich ganz großartig. Ich begrüße recht herzlich Hans-Jörg Glöckner. Servus, mein Lieber. Servus, mein lieber Patrick. Schöne Anmoderation. Ja, es ist wirklich interessant, weil ich nenne jetzt mein Vehikel, mit dem ich arbeite, Institut für Quantenphysik im Alltag. Und wo kommt der Titel her? Patricks Idee, unser erstes Interview vor etwa 8 Jahren. Wir brauchen einen Titel. Patrick sagt, ja, Quantenphysik im Alltag. Und ich finde das so ein guter Titel, weil das sehr viel umfasst. Weil ich bin ja nicht nur Physiker, also ich habe Atom- und Kernphysik studiert in Karlsruhe und in Genf am CERN. Und auch Heilpraktiker der Psychotherapie, bin Hypnoanalytiker, dann habe ich mich spezialisiert auf polare Frequenzmedizin und unter diesem Aspekt und viele andere Methoden befasse ich mich natürlich vor allem mit Menschen, mit der Gesundheit der Menschen, mit Coaching und so weiter. Das heißt, die Erkenntnis dahinter, und da wollen wir tiefer einsteigen, ist, dass eigentlich im Hintergrund die Quantenphysik uns steuert, also Gesetze der Quantenphysik. Und nicht der Mechanik. Und wir haben ja heute ein Riesenproblem, dass die Menschheit in Angst und Starre verharrt, weil die noch im mechanischen Denken verhaftet sind. Ja? Und da lassen die sich manipulieren und einsperren und werden extrem krank. Und da ist halt mein Anliegen, das Horizont zumindest mal über wissenschaftliche Ansätze zu erweitern. Aber nicht jetzt im Detail, dass man versucht, auch Formel aufzuschreiben und runterzubrechen, runterzuleiten. Das ist gar nicht wichtig. Wichtig sind die Gesetzmäßigkeiten, die dahinter ablaufen, die zu verstehen und sich danach zu orientieren, zu verhalten, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ja, und das ist sehr gut. Ich habe ja damals, nach unserem zweiten Interview, da kamen ja Leute aus In- und Ausland, von Schweden, aus Südamerika, weiß Gott woher. Und haben dann Behandlungen durchgeführt. Und dann ist zwar ein bisschen bei mir eingeschlafen, weil ich noch eine andere Firma habe, die dann Prioritäten hatte. Aber inzwischen bin ich wieder da, wo ich sehe, was wichtig ist für die Menschen. Der andere Job ist Immobilienberuf. Wir sind im Anlagenbereich tätig von Großimmobilien. Und der Bereich, der wird so langsam abgeschafft vom System. Aber die Menschen werden immer kränker, brauchen immer mehr Hilfe, Unterstützung. Und das ist genau der Weg, wo ich hingehen möchte zukünftig. Und darum, Patrick, bin ich dir sehr dankbar für dieses Gespräch hier, für die Möglichkeit, mich nochmal nach außen zu präsentieren. Auch nach 8 Jahren Pause. Hat ein bisschen gedauert. Wir haben es zwar zwischendrin immer wieder gesehen, aber gut, zum Interview kam es leider nicht. Ja. Es ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten 8 Jahren, ja. Bei dir, genauso wie bei mir. Es ist sehr viel Change gewesen und auch sicherlich Lernphase und auch etwas erwachsener werden, reifer werden, ein bisschen das Leben anders beurteilen, als wir das sicherlich beide vor 8 Jahren gemacht haben. Aber ich kann mich noch gut erinnern, lass uns ruhig noch mal bei dieser Situation bleiben, weil das einfach sicherlich auch für die Zuschauer interessant ist. Ich weiß noch, wie wir das erste Interview ja geplant haben. Im Wohnzimmer, ja, wir hatten ein paar Kameras, irgendeinen Hintergrund und irgendwie, ja, und dann, okay, es braucht einen Titel und wir machen das jetzt einfach. Genau. Für die Zuschauer vielleicht mal als Hinweis, wie die Geschichte damals losging. Wir haben eigentlich bei Lebenskraft TV damals einen Moderator gesucht, und weil wir unbedingt einen eigenen YouTube-Kanal machen wollten. Und wir haben einfach keinen gefunden, der es machen wollte. Und ich wollte aber unbedingt loslegen, und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich jetzt einfach mal die erste oder zweite, dritte Sendung, keine Ahnung, irgendwie, wie wir das gemacht haben. Und ich habe währenddessen ja schon gemerkt, ey, das taugt mir, das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache. Und heute ist es ja mein Hauptberuf, ja. Das ist genau das, wovon ich letzten Endes lebe. Und ich weiß auch, dass du damals schon gesagt hast, ja, grundsätzlich das Thema Physik und ein technisches Verständnis zu entwickeln, das ist alles
alles schon sinnvoll und auch irgendwo brauchbar. Aber ich weiß, du hast dich damals eigentlich schon auch für alternative Sachen interessiert und auch durchaus eben für das Thema Heilung, aber eben auf dem ganzheitlichen Weg. Wie war denn das bei dir? Wann hast denn du gemerkt in deinem Leben, das reine mechanische Bild, was ich gelernt habe, das ist gut, sicherlich sinnvoll, das zu verstehen, kann man sicherlich auch tatsächlich auch im Alltag vielleicht irgendwo anwenden, aber dass es noch viel, viel mehr gibt, dass es noch eine ganz andere Welt gibt, eine, sagen wir mal, geistig-spirituelle Welt, die sicherlich durchaus auch mit der Quantenphysik sehr nah ist. Ja, das ist sicherlich sehr interessant, weil ich habe ja ursprünglich Elektriker gelernt. Das heißt, ich komme aus einem technischen Beruf raus. Meine Familie kannte nur Technik, kaufmännische, und das war kein Thema damals. Und so habe ich Elektriker gelernt. Und dann wollte ich studieren, mittlere Reife nachgemacht, Abitur nachgemacht. Und dann hat Alex gesagt, du bist Elektriker, musst du Elektroingenieur machen. Also ich will ja kein Ingenieur werden, weil ich gemerkt habe, ich will wissen, wie funktioniert die Welt? Was steckt dahinter? Warum sind wir hier? Was machen wir hier? Wie funktioniert das alles? Das waren die Fragen. Und in der Zeit war ja gerade die Mondlandung, 69, genau, die erste Mondlandung, ob es der Fake war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber alle waren begeistert und ich wollte da im Kosmos, Universum, Physik, das war halt für mich das Bild. Und dann haben sie gesagt, nee, Ingenieur nicht, ich studiere Physik. Ja. So bin ich dann nach Karlsruhe zum Kernphysik, Institut für Kernphysik. Und am CERN in Genf habe ich dann meine Diplomarbeit gemacht, weil einfach die Physik mich interessiert hat. Und aber das war schon damals parallel, hat mich die Metaphysik interessiert. Es gab damals in Freiburg den Professor Bender, der hat ein Institut und der hat so Grenzphänomene untersucht. Nur als Beispiel, da gab es in Rosenheim eine Anwaltskanzlei und da fing plötzlich das Telefon an zu wählen, Gespräche nach Amerika. Ja, die Glühbirnen sind geplatzt und lauter solche Spukphänomene. Und dann haben wir den Professor Bender gerufen und er hat dann untersucht, wo das herkommt. Konnte natürlich auch nicht so richtig erklären, aber er hat gemerkt, dass es mit einer Sekretärin zusammenhängt. Wenn die da war, ging es los. Ja, die Gespräche, die Elektronik hat gesponnen oder sonst was. Und diese Phänomene, die haben mich dann immer wieder so begleitet. Auslöser dann war eigentlich meine Frau, Moni, die kennst du ja auch gut, die hatte gesundheitliche Probleme. Gelenksveränderungen, konnte nicht mehr laufen und lauter so Themen nach der Geburt vom dritten Kind. Und da hatte ich einen Kunden, das war damals auch noch im Immobiliengeschäft, einen Kunden, und der hat einen Sohn gehabt, der ist gestorben und hat dann aber einen Handaufleger in Österreich in Kärnten ausfindig gemacht. Und dann zu mir gesagt, okay, fahr dahin zu dem, der kann deiner Frau helfen. Ich weiß noch, ich habe dann die Familie ins Auto gepackt, wir sind nach Kärnten runtergefahren und ich habe meine Frau praktisch in den Bauernhof, das richtige Bauernhof, wo die Hühner in der Stube rumrennen, reingetragen. Er legt die Hände auf das geschwollene Knie, so eine Stunde. Und nach einer Stunde steht meine Frau auf und macht Kniebeugen. Dann sage ich so, als Physiker, irgendwas ist da schiefgelaufen. Da gibt es noch irgendwas anderes, dass man nicht so, schon gar nicht studieren kann, schon gar nicht in der Universität lernen, aber da gibt's noch was. So, und das war damals so der Anfang, wo ich dann hellhörig geworden bin und habe dann immer wieder, ich habe dann Qigong gemacht, Tai Chi und das ganze Thema, um dann in die Energiearbeit reinzukommen. Dann auch spirituelle Arbeit und so hat sich das dann mit der Zeit immer entwickelt und habe hier dann energetisches Heilen gemacht, ja, im Endeffekt so ähnlich wie Reiki und so weiter. Das war in der Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Ich habe dann erst später den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, die Hypnoseausbildung, die Hypnoanalyseausbildung beim Professor Gujajew aus Russland, der kommt aus der Raumforschung, noch die polare Frequenzmedizin oder Informationsmedizin. Das gibt es eigentlich in Europa gar nicht. Und das sind tolle Ansätze, wo man dann merkt, da gibt es noch irgendwas ganz anderes. Und dann die Arbeit damit, die hat dann wieder bestätigt, okay, so falsch bin ich da gar nicht. Ja? Wobei natürlich die Strenge, ist es schon blöd, wenn einer sagt, okay, ich habe Physik studiert, bin auch nur Elektriker und das und das. Und dann beschäftige ich mich mit diesem Thema. Sehen viele als ziemlich spooky an.
Aber in Wirklichkeit müssen wir das wieder zusammenbringen. Das ist ja das Problem, was wir derzeit haben, dass man das auseinanderdividiert hat. Ja, damals Newton, Descartes und Darwin, das waren so die Haupttäter, wo wir gesagt haben, früher natürlich schon die Kirche, da fing es ja an, weil die Kirche gesagt hat, so Wissenschaft hat das nachzuweisen, was wir vorgeben, und dann hat man halt Spiritualität und Wissenschaft getrennt. Aber das zieht sich durch bis heute. Und wenn ich aber weiß, und da können wir näher drauf einsteigen, wie das eigentlich funktioniert im Hintergrund, ja, dann bin ich ja nicht mehr so leicht manipulierbar. Das will natürlich das System nicht, das ist ein anderes Thema. Mhm. Aber dieses Wissen, wenn ich das habe und das anwende, werde ich einfach freier. Ich sage immer, mein Motto, auch auf der Homepage vom Institut Quantenphysik im Alltag, werde vom Frosch, der von Baum zu Baum springt und vor lauter Bäume den Wald nicht sieht, zum Adler. Ja, mit dem Überblick von oben. Und dann kann ich mich sortieren, dann kann ich mich auch einordnen und bin immer so verängstigt, weil ich einen Überblick habe. Und da müssen wir hinkommen. Und da helfen meiner Meinung nach einmal die kosmischen Gesetze, was aber nichts anderes ist wie eine Zusammenfassung oder ein Rezept der Anwendung der quantenphysikalischen Gesetze. Weil die sind relativ kompliziert, aber kosmische Gesetze, die anzuwenden, ist dann etwas leichter. Und das ist einfach das, was mich fasziniert und was ich meine, was immer mehr in die Welt getragen werden sollte. Genau, was wir hiermit tun. Übrigens, deine Homepage wird hier unten im Video verlinkt natürlich. Wer sich dafür interessiert und mal reinschauen möchte, kann diesen Link auf jeden Fall nutzen. Ich persönlich finde das eigentlich viel besser, wenn Menschen eben eher aus einem materialistisch-technischen Beruf kommen und im Laufe ihres Lebens merken, okay, es gibt mehr. Und man muss ja überlegen, du hast dann ein fertiges Studium, du hättest durchaus sicherlich als Physiker arbeiten können, gute Anstellungen bekommen, wäre am CERN letztendlich. Ich habe ja in der Flugzeugindustrie gearbeitet, als Reliability Manager am MRCA Tornado. Damals nichts dabei gedacht. War von der Arbeit her interessant, aber wie gesagt, ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist es nicht. Mhm. Ja. Und sicherlich, aber wie gesagt, diese Gesetze, zum Beispiel, dass Geist Materie steuert, also eine Materie und Kopf und alles, aber im Endeffekt ist es der Geist, die Materie steuert. Und da vielleicht noch ein gutes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Das war kurz bevor wir das erste Video gedreht haben. Weil wenn man das anschaut, ich habe das zweite Video von uns, ist noch auf der Homepage vom Institut, ja. Mhm. Da erkennt mich niemand. Ja. Aber das war damals nach einer Phase, wo ich zum ersten Mal in meinem Leben und zum einzigen Mal, Gott sei Dank, bis ich im Krankenhaus war. Und zwar hatte ich einen Dünndarmverschluss. Es fing an, gut, finanzielle Probleme, und wir haben Immobilien gemacht. Dann hatten wir zwei Schmerzkliniken verkauft, vermittelt an einen Investor. Und dann ging es darum, dass wir die Provision kriegen. Und dann sagt er zu mir am Telefon, nö, ich zahle keine Provision, kannst mich auch verklagen. Ja, bums. Ja, das ist alles. Es ging um eine sechsstellige Summe, also nicht um ein paar Euro einfach. Und da hat es bei mir dann, war natürlich schon alles sehr angespannt, dann hat der Dünndarm zugezogen, bam, dicht gemacht, einfach so dicht. Ja. Das heißt, was ich gegessen habe, kam nach zwei, drei Tagen wieder oben raus. Das war also kein schöner Zustand. Und dann hat meine Familie, vor allem der Oliver, den du gut kennst, darauf gedrängt, geh jetzt endlich ins Krankenhaus, lass dich untersuchen. Ich bin ja ins Krankenhaus, nach Bremen am Chiemsee, schönes Krankenhaus, liegt direkt am See. Aber ich habe Angst gehabt, wenn die am Darm rumschnipseln. Man hat dann MRT gemacht, hat gesehen, okay, der Dickdarm kommt so an, der Dünndarm, ja, und dann plötzlich wird er ganz dünn und geht weiter. Und dann standen immer so drei, vier Chirurgen um mein Bett, wir müssen unbedingt operieren, es ist gerade eine Frau gestorben, die hatte das ähnliches Thema. Und ich hatte einfach Angst, wenn die da ein Stück Darm rausschneiden, dass der nicht mehr dicht wird oder dass es sonstige Probleme gibt. Dann bin ich hingehockt, ich habe immer mental, geistig gearbeitet, eben nach quantenphysikalischen Gesetzen. Und ich hatte noch eine Schamanin und einen Heiler, die mich noch unterstützt haben aus der Ferne. Und nach etwa 8-9 Tagen habe ich gesagt, okay, das Gefühl, jetzt ist der Dünndarm wieder offen. Jetzt können wir reinschauen, aber nicht operieren. Er kriegt keine Unterschrift für eine OP. Er können die Bauchspiegelung machen, schauen, was los ist. Haben die dann auch gemacht, haben nur Entzündungen festgestellt, aber der Verschluss, der war weg. Ja. Und das ist für mich schon auch ein Beweis. Natürlich rate ich das keinem, dass er das nachmachen soll. Das muss jeder für sich entscheiden.
Ja, aber für mich war das der Weg, weil ich gesagt habe, nee, ich will das nicht. Und ich habe Vertrauen in die geistige Welt, die führt mich, ja, und zu der ganzen Schöpfung, die da ist, im Endeffekt zum Quantenfeld, ja, und arbeite da, weil die haben das ja auch produziert, diesen Verschluss. Dann können die das auch wieder auflösen, ja. Und das war dann so. Und dann haben die gesagt, ja, und ich hätte das und müsste ewig Tabletten nehmen. Das ist üblich wie Morbus Crohn und so weiter. Ich habe, glaube ich, von den Tabletten, die es mir gegeben hat, 3 oder 4 genommen und das war's dann. Ja, und das war jetzt vor fast 10 Jahren. Mhm. Und nur als Beispiel, ja, was möglich ist. Ja. Und ich hatte jetzt gerade eine Klientin aus Südamerika, aus Kolumbien, die hatte ja Probleme, Schilddrüse, und hatte an der Schilddrüse so ein Tennisball, große Knoten, so richtig im Ball hier sitzen. Und hat auf die Ohren gezogen, aufs Genick, auf Kopfschmerzen. Die hat richtig Probleme gehabt. Und über ihren Sohn kam dann Kontakt, dann mich gebeten, ob ich mal helfen kann, mal drin kümmern kann. Das Erste, was sich gezeigt hat, weil ich ja immer das Quantenfeld abfrage auch, was ist die Ursache, hat sich gezeigt, das ist der Tod ihres Mannes. Da waren die Kinder noch klein. Der hatte angeblich HIV. Und sie hat sich dann nicht mal getraut, obwohl sie ihn sehr geliebt hat, mit ihm Kontakt aufzunehmen, aus Angst, die Kinder werden angesteckt, also getrennt. Und er ist dann gestorben. Und dieses Thema hat er nie aufgearbeitet. Er hat zwar einen neuen Freund gehabt, aber das wurde nie was, weil das alte Thema noch nicht aufgearbeitet war. Das heißt, wir haben zuerst das alte Thema aufgearbeitet. Da gab es aber noch einen Brief von ihm, so einen Abschiedsbrief. Den hat sie nochmal durchgearbeitet und dann sich verabschiedet, auch verbrannt, das alles aufgelöst. Und im zweiten Schritt habe ich dann mit ihr eine Aura-Chirurgie gemacht, über die Entfernung über 9000 Kilometer. Und sie hat gesagt, okay, also ihren Sohn, Dolmetscher, soll sich also bei mir 20 Uhr, bei ihr war dann 1 Uhr, soll sie sich hinlegen und entspannen und gar nichts machen. Und dann habe ich jetzt noch 2 Stunden gearbeitet mit Aura-Chirurgie, und also praktisch aus dem Aurafeld diesen Tumor zu entfernen. Und das Spannende, also es war für mich auch sehr, sehr lehrreich, der Anruf dann aus Kolumbien. Ja, sie war 2 Stunden, war sie im tiefen Koma. Sie war weg, richtig Vollnarkose. Sie kann mittags nicht schlafen, tagsüber geht nicht. Aber sie war 2 Stunden weg, die hat nichts mitbekommen. Dann ist sie nach 2 Stunden, das war genau der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, ist sie aufgewacht. Und tastet am Hals, weil sie nichts mehr gemerkt hat, und stellt, oh, da ist jetzt ein Loch. War vorher der Knoten, richtig, so ein Tennisball. Da war ein Loch. Und unter der Haut hat sie dann gespürt, da ist irgendein, das ist wie so ein Schnitt, so eine Narbe unter der Haut. Die Ohrenschmerzen waren weg, die Kopfschmerzen waren weg, sie konnte wieder alles bewegen, auch die Rückenschmerzen waren weg. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und das ist halt das, wo ich sage, okay, ob man es jetzt, wie man das jetzt verstehen will oder nicht, auf jeden Fall ist ein Beweis dafür, dass man Geist Materie beherrscht, ja, weil das war ja mentaler Fokus, Bewusstsein, ja, und dass alles miteinander verbunden ist. Das ist das zweite Thema, die Quantenverschränkung. Mhm. Ja, und die funktioniert, weil sonst können wir keine Fernbehandlungen machen. Ich mache momentan schon wegen Corona auch relativ viele Fernbehandlungen. Ja, wobei, gut, Präsenz ist mal lieber, aber es geht auch mit Fernbehandlungen, weil eben alles miteinander verbunden ist. Und das sind dann die Beweise. Und jetzt hat ja letztes Jahr, das war auch spannend, der Anton Zeilinger, Professor in Innsbruck, den Nobelpreis bekommen für den Nachweis. Und für diese Quantenverschränkung. Und er hat ja ein schönes Experiment gemacht. Er hatte eine Kamera und hatte eine so Metallkatze. Und hatte, wie gesagt, eine Photonenquelle, also Lichtquelle. Und er hatte einen Lichtstrahl von der Lichtquelle, hat er gespaltet in zwei Strahlen. Der eine Strahl ging zu der Katze. Das war einfach so ein Ausschnitt aus Pappe. Und die Kamera war im anderen Raum. Aber die Kamera konnte die Katze nicht sehen. Ne? Und was ist passiert? Der Photonenstrahl wurde gespalten. Die waren also miteinander quantenverschränkt. Das heißt, die Photonen, die Quanten, die den Fotoapparat getroffen haben, die haben dann in der Kamera die Katze aufgezeichnet, obwohl
die der Kamera keinen Bildkontakt, ja, sichtbaren Kontakt mit der Katze hatte. Das ist auch so ein Zeichen der Quantenverschränkung, wie das funktioniert. Wobei alles miteinander verbunden ist, man muss gar nicht Photonen hernehmen. Das ist ein schönes Experiment und das sagt halt auch was über die Quantenverschränkung aus. Und vielleicht in diesem Zusammenhang interessant, der Zeilinger hat den Nobelpreis ja nicht alleine bekommen. Da waren noch zwei andere dabei. Einer davon war John Clauser, der schon viele Physikpreise bekommen hat, als wirklich renommierter Wissenschaftler. Und was spannend ist, der wurde vom WEF, vom Weltwirtschaftsforum, eingeladen, einen Vortrag über die Klimaerwärmung zu halten. Und was ist passiert? Er wurde plötzlich ausgeladen mit dem Argument, er würde das Thema ja eh nicht zu verstehen, weil er ja da sich nicht auskennt, weil er zu wenig gebildet ist. Würde er das nicht verstehen? Hintergrund war der, die haben mitbekommen, dass er Kritiker ist von dieser Klimahysterie, ja? Weil er sagt, das kann gar nicht sein, was die da nachweisen und kalkulieren. Das hat keine Basis. Ja? Dann hat man schnell ausgeladen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Wahrheit, was heute auch eine große Rolle spielt. Mhm. Ja, weil genau, ja, du hast ja vollkommen recht. Wir müssen schon das Thema auch Wahrheit, das ist ein Riesenthema. Uns wird ja eine Welt sozusagen gezeigt, nennen wir es jetzt von mir aus mal von der herrschenden Klasse, was auch immer, ja, die ja völlig fernab ist dessen eigentlich, was ja möglich ist. Obwohl immer mal wieder, du hast es gut, dass du es angesprochen hast, wie eben ein Zeilinger, ja, der das ja nun den Nachweis ja auch erbracht hat, dass es also, die nennt es eben halt Quantenphysik, die anderen nennen es halt Spiritualität. Letzten Endes ist eigentlich dasselbe. Man könnte es auch hermetische Gesetze nennen, ist auch dasselbe. Wenn du sie begreifst und bekapierst, da hast du die Bausteine am Ende schon mal zusammen. Du hast den Fahrplan, wie es funktioniert. Du hast die Spielregeln sozusagen, auf welchem Spielfeld wir arbeiten. Was ich aber noch ansprechen wollte kurz vorher, war ja eigentlich das Thema, dass du ja jemand bist, und das finde ich ja bemerkenswert, der sowohl in der Materie sich auskennt, aber eben dann den Shift gemacht hat, auch in die geistig-spirituelle Welt. Also heutzutage würde man das ja einen Universalgelehrten nennen, ja? Weil die meisten Menschen, die rumrennen, kennen nur das materialistisch geprägte, mechanische Weltbild, ja? Und haben von der, sagen wir mal, von der geistigen Welt gar keine Ahnung. Und dann gibt es auch die anderen, die sagen, ich bin nur in der geistigen Welt. Und Materie interessiert mich nicht, ja, weil ich verstehe sie vielleicht auch nicht und muss ich auch nicht, weil ja alles nur Geist ist. Ich bin aber immer ein großer Freund, diese beiden Welten zusammenzubringen, weil wir sind nun mal auch in einer materialistischen Welt, in der wir hier leben, mit diesem Bioroboter, den wir Körper nennen, ja, wo sicherlich ein Geist hineingeht, ja, und das Ganze als Vehikel nimmt. Und ich glaube eher, das macht dich ja viel seriöser als eben unseriös, weil du eben sagst, du kommst aus beiden Welten. Du hast dich mit beiden Welten beschäftigt. Du hast es ja aufgezählt, was du nicht nur studiert hast, sondern welche Kurse bzw. welche Lehrgänge du auch noch für deine Weiterentwicklung alles mitgenommen hast, um dich weiterzubilden, um eben diese Arbeit, die du jetzt machst, eben halt auch erstmal machen zu können. Und es ist schon großartig, die Ergebnisse dann natürlich zu sehen, wenn das, ne, 9000 Kilometer weg ist, innerhalb weniger Stunden letzten Endes, ja, da ein Thema aufgelöst werden kann. Und das ist ja genau das Thema. Wir haben einen Haufen Menschen da draußen, die eben genau Themen haben. Und es gibt ja den Satz, dass eigentlich nur 3% aller Krankheiten auf eine physikalisch-materialistische Ursache zurückzuführen sind und der Rest mehr oder weniger somatisch oder man könnte auch sagen eben traumatische Themen sind, die geblieben sind, vorgeburtlich, nachgeburtlich, in unserer Jugend, Kindheit oder eben halt durchaus auch in einem Erwachsenenalter, was dann eben eine sogenannte Krankheit, ja, auslöst. Wie gehst du grundsätzlich damit um? Jetzt kommt jemand zu dir und sagt, ja, okay, finde ich alles interessant. Ich habe das und das Thema, ich habe das und das Problem. Wie muss man sich denn das mal grob vorstellen? Wie viel Zeit muss ich mitbringen, ja, wenn ich mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Zuschauer jetzt sagen, okay, würde ich mich gerne selber davon überzeugen. Mhm. Also prinzipiell, wenn jemand mit mir Kontakt aufnehmen möchte, sage ich, okay, anrufen, Gespräch vereinbaren. Mal erst mal ein Telefonat. Dann will ich wissen, erstens, wo drückt's, ne? Wo geht's lang? Was wollen die? Wie sind die? Wie ticken die? Und so weiter. Und dann sage ich, okay,
danke, das war's jetzt. Ich werde mich jetzt zurückziehen, beziehungsweise wenn ich Zeit habe, werde mir Zeit nehmen, werde mich im Quantenfeld verbinden, mit der Person verbinden und mal schauen, was zeigt sich da. Erstens, ist es auch wirklich jemand oder ist es ein Vorgeschickter? Ja, gibt's, soll's ja auch geben, haben wir beide auch schon mal erlebt. Und dann schaue ich einfach, okay, was ist die Hauptursache? Weil wie du vorhin schon gesagt hast, die somatisiert sich, aber die Hauptursache, darum geht's ja letztendlich zu finden, die liegt ja auf ganz anderen Ebenen. Auch wenn es Karma sind, okay, dann liegt's im Unterbewusstsein drin, ja, auf der psychischen Ebene, aber das wirkt sich dann irgendwann auch körperlich aus. Oder selbst ein Unfall, da passiert ja nicht einfach so. Mhm. Da gibt's eine Geschichte vorher, dass ich von der Leiter falle oder dass ich den Unfall baue. Ja, ich habe schon Unfälle gesehen auf der Autobahn, da denke ich, was ist da vorne los? Plötzlich steigt irgend so eine dunkle Wolke auf. Hä, was ist das jetzt? Und kurz Zeit später hat es gekracht und sind 5, 6 Autos ineinander reingefahren. Und die sind auch vorher schon gefahren, wie die Sau. Also da geht immer was voraus. Es ist nicht einfach, dass so Zufall passiert. Nee, das hat alles schon seine Gründe. Natürlich kann ich mich vergiften. Dann muss ich fragen, okay, warum vergifte ich mich? Warum führt es mich da gerade hin? Also es ist genau wie du gesagt hast, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter als nur jetzt, ich habe das Thema. Weil das typische Beispiel ist ja, wo man sagt, okay, die Öldruckkontrolllampe am Auto leuchtet auf. Ja, jetzt geht der Mechaniker hin, entfernt das Lämpchen, das ist, was die Schulmedizin macht, und sagt, passiert, macht nichts mehr, leuchtet nicht mehr auf, kein Problem. Ja, da geht's noch ein paar Kilometer und dann fliegt der Motor um die Ohren. Ja? Und das ist bei Menschen das Ähnliche, dass man schauen, okay, was ist auf der hintersten Ebene? Und das kann viel, viele Stufen zurückliegen. Ja? Nur ganz verrücktes Beispiel, will ich nur einführen, weil ich ja davor die polare Frequenzmedizin erwähnt hatte. Ja? Da hat eine Frau, eine Mutter, unserer Kinder aus Wien ruft an, sagt, sie hat ein Problem. Die Tochter, damals 5 Jahre alt, schläft nachts nichts durch. Die hustet und schreit rum und weil die immer alle noch Türe offen haben, nachts wegen Kindern, können die auch nicht schlafen und ich soll mal nachschauen, was da ist und das machen kann. Und dann, okay, schau mal. Dann habe ich das Feld abgefragt und da zeigt sich, dass in der Raumluft wäre die Polarität verdreht. In der Raumluft, im Raum dort in der Wohnung in Wien wäre die Polarität verdreht. Hä, okay. Und fahre ich weiter, ja, und es gibt ein Kleidungsstück, das hat die Kleine geschenkt bekommen. Und auch bei dem Kleidungsstück ist die Polarität verdreht. Weil das hat vorher jemand angehabt, da hängt eine Information dran und diese Information hat die Polarität vom Kleidungsstück verdreht. Und mein Verstand sagt dann, Blödsinn, was soll das Ganze? Mhm. Aber gut, dann bin ich halt hingegangen, habe die Polarität von der Raumluft geändert, das ist relativ einfach, die Technik, und von dem Kleidungsstück. Hat mich nicht interessiert, was für Kleidungsstück, das war dann egal, das Kleidungsstück, Polarität ändern. Nächsten Morgen Anruf aus Wien. Du, hast du was gemacht? Dann sage ich, ja, warum? Ja, die Kleine hustet nicht mehr. Ist weg, ganz weg. Und dann später, 5, 6 Wochen später, Jahr später, es kam nicht mehr. Ja, dann sage ich mir auch, hey, was ist denn das jetzt? Ja, die Polarität verdreht. Und man weiß inzwischen, wenn zum Beispiel ein Bus oder Flugzeug die Polarität kippt von zu vielen Leuten, die drin sind, die vielleicht alle negativ geladen sind, dann können Unfälle passieren. Also das sind ganz spannende Themen, die auch wieder mit der Quantenphysik im Hintergrund zusammenhängen. Weil wir werden ja quantenphysikalisch auch gesteuert, auch die Realität. Wenn ich dich jetzt so anschaue hier oder das Ding anschaue, frage ja, was passiert? Ich meine, inzwischen weiß man ja, wir nehmen über die Augen zwar Schwingungen auf, aber das Bild entsteht als Hologramm. Das Bild entsteht ja nicht im Kopf, wie man lange gesagt hat, weil dann würde ich ja nach innen schauen. Ich sehe ja alles im Außen. Das heißt, das Hirn baut ein Hologramm auf und das wird nach außen projiziert. Das sehe ich draußen. Das heißt, ich projiziere ein quantenphysikalisches Hologramm in den Raum und das ist das, was ich sehe. Das heißt, ich produziere die Realität in den Raum. Ich meine, das muss ich mal geben. Ich schaffe den Raum, die Realität. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema Realität, Wahrheit. Ja, wenn das schon so spooky ist, ja, wie kann dann jemand behaupten, es gibt keine Dualität, keine Polarität und. Ja? Also da kann man jetzt das ganze Gender-Thema durchgehen. Das ist auch ein Polaritätsthema. Mhm. Das ist ja immer, das ist so ähnlich, wie wenn ich habe einen linken Fuß und einen rechten Fuß. Okay, dann sagt jemand,
okay, Polarität gibt's nicht, ist alles gleich. Dann kann ich den linken und rechten Fuß zusammenbinden und dann versuche mal auf die Kabelwand hochzumarschieren mit zusammengebundenen Beinen. Es wird schwer gehen, ja? Weil jeder hat eine Aufgabe. Der linke Fuß, wenn ich gehe, ist am Boden, der rechte in die Luft und die wechseln ab. Also brauche ich links, rechts und zusammen gibt's dann eine Einheit, ja? Und das sind diese Gesetze, die bei den Leuten wieder in den Kopf rein müssen, ja? Um sich nicht von irgendeinem ganz Blödsinn da blenden zu lassen, ja? Also, ich sage das ganz oft auch in den Sendungen oder bei meinen eigenen Klienten, ja, wenn es jetzt um vielleicht Coaching-Themen geht oder sowas, dass eben genau das Thema ist bei den allermeisten Menschen, dass sie die Polaritäten nicht mehr leben und selber keine mehr erzeugen vor allen Dingen. Das ist ein großes Thema, ja. Weil eben gewisse Energien fehlen oder gewisse Fähigkeiten, sagen wir mal, unterdrückt worden sind, zum Beispiel, die da sind. Und dann kannst du das, was wir ja Mitte nennen oder Ausgleich, benenn es Balance, vielleicht das bessere Wort, ja, du kannst gar nicht in diese Balance, ins Optimum gehen, wenn eben genau diese Polarität nicht mehr da ist und nicht mehr vorhanden ist. Und viele kappen sich eben ab, und auch bewusster Prozess, sie kappen sich halt ab. Will ich nichts von wissen? Nee, das verdränge ich. Nee, da gucke ich nicht mehr hin. Nee. Ja? Oder eben dann das, was wir auch in der Welt ja erleben, die reinen Materialisten und die reinen Spirituellen. Aber beide schaffen es irgendwie eben oft nicht, ja, gewisse Themen in ihrem Leben so auf die Reihe zu bekommen, dass sie das Thema zu Zufriedenheit vielleicht klären. Ja, warum wohl? Weil genau. Eben diese Polarität fehlt. Wir brauchen beides. Das ist der genau. Punkt. Ja? Nur Beispiel. Ich habe ja in Genf die Diplomarbeit gemacht am CERN, diesem internationalen Kernforschungszentrum. Wir haben Antiprotonen im großen Beschleuniger beschleunigt, fast auf Lichtgeschwindigkeit. Und dann gab es ein Target und da sind die aufeinandergeprallt. Ja, und wenn die aufeinanderprallen, zerstrahlen die. Dann habe ich nur Energie. Und wir haben ringsherum von mehreren Millionen hatten wir Detektoren aufgebaut. Wir wollten wissen, was passiert dann. Ja? Und es, nachdem wir kurze Zeit nur Energie hatten, sind aus dieser Energie wieder neue Teilchen entstanden, aber andere Teilchen. Aber immer Teilchen und Antiteilchen. Das heißt, zusammen ist das wieder neutral. Mhm. Und das ist genau das Thema, was du gerade gesagt hast. Wenn ganz ich genau. Jetzt als Geistwesen, als spirituelles Wesen auf diese 3D-Welt komme hier oder vier mit der Zeit, vierdimensional, hier inkarniere, ja, dann bin ich in einer polaren Welt. Es gibt immer links, rechts, groß, klein. Das geht gar nicht anders. Gut und böse. Das lässt sich nicht auseinanderdividieren. Und wie du gesagt hast, wenn jemand sagt, ich bin spirituell, ich liebe nur das Weiße, ja, und das Schwarze, das Dunkle hier auf der anderen Seite, das verdränge ich, ja. Ja, ich kann das Blatt dünn machen, wie ich will. Ich habe immer weiß sein. Ich verdränge mich selber, ja. Und so ist da auch mit der Polarität, sobald ich hier auf der Erde bin. Bin ich in der polaren Welt. Das geht gar nicht anders. Aber ich selber kann entscheiden, wo ich lebe, was ich mache. Ich muss die dunkle Seite nicht leben. Aber ich muss sie akzeptieren, weil es die gibt. Weil die genauso dazugehört wie das andere. Ich kann sie nicht ablehnen. Also ich muss wieder in die Ganzheit kommen. Das ist genau das, was du sagst. Und das haben wir damals, und das ist ein Standard, dass man das feststellt. Ja. Aber versuch mal Klavier zu spielen, ja, ohne die schwarzen Tasten zu benutzen oder umgedreht. Nutz mal nur die schwarzen Tasten und versuch mal die weißen wegzulassen. Ja. Das wird komplett unharmonisch und genau darum geht es. Es braucht zusammen eben ist es eins, wird ein Ganzes. Ganz genau. Ja? Das ist wie bei Yin Yang oder im Wurzelchakra gibt es den männlichen Anteil, den weiblichen Anteil und zusammen sind die wie Yin Yang eine Einheit, also sollten zumindest eine Einheit sein. Und meistens ist ein Pol stärker wie der andere und bewirkt so viele Krankheiten. Und das habe ich auch ständig in Behandlungen. Mhm. Und aber nochmal zurück zu der Frage, der Ablauf so einer Behandlung. Also wie gesagt, ich frage dann das Feld ab, was zeigt sich? Und dann kriege ich eine Information, kann ich da was machen, kann ich nichts machen? Und dann mache ich einen Vorschlag. Okay, wir machen Fernbehandlung oder sie sollen kommen. Ja, und sagen etwa, wo es lang gehen kann. Und dann wird ein Termin ausgemacht. Und da bereite ich mich dann nochmal speziell darauf vor, weil ich tue dann auch nochmal durchchecken ins Detail, damit ich auch schon einen gewissen Vorlauf habe und nicht bei Null anfange. Und dann gehen wir rein und dann werden nochmal fürs Bewusstsein die Themen sichtbar gemacht und dann werden die Themen aufgearbeitet. Das kann eine Hypnosesitzung sein oder Hypnoanalyse, eine Rückführung. Das kann Quantenheilungssessions sein. Das kann, da gibt's auch noch das Thema Arbeit mit dem höheren Selbst, weil wenn ich dich jetzt frage, was macht gerade deine Leber oder welche chemischen Stoffwechsel gehen gerade in deiner Leber vor sich, dann sagen wir es mal. Ja.
Ihr Menschen, gerade wenn ich so Akademiker hier habe, ja, die nur was ich glaube, was ich sehe kann, genau. Das glaube ich uns gar nicht. Das heißt, warum? Du weißt ja gar nicht, was in deinem eigenen Körper vorgeht. Dein Verstand begreift es doch nicht. Wie willst du dann die ganze Welt verstehen? Ja? Und das sind solche Themen und das muss dann denen auch mal klar werden. So. Und da gibt's ein Zentrum im Körper, wo diese Vorgänge steuert. Die glatte Muskulatur, den Stoffwechsel, das ganze Thema, was da abläuft. Wir haben in der Sekunde, haben wir etwa 100 Millionen chemische Prozesse. Ich glaube, 100 Millionen sind's. Oder sagen wir eine Million, ist ja egal. 100 Millionen. Und wir haben 60 Es sind Millionen. Schon, genau, ich meine auch, sind 100 Millionen. In der Sekunde sind es etwa 60 Trilliarden, das ist eine Zahl, 60 und dann 10 hoch 18, nur 18, 0, 0, 0, Prozesse im Körper pro Sekunde. Hey, das muss mal einer verarbeiten können. Wir schaffen mit unserem Gehirn 3 bis 4 Informationen, vielleicht mal 5 pro Sekunde. Ja, da ist der Verstand, das geht nicht mehr. Ja? Das heißt, da ist eine höhere Intelligenz da, die das Ganze steuert. Und das Schöne ist, mit der Intelligenz kann man auch arbeiten. Zu der kann man sagen, okay, schau, du hast das und das Problem, dein Knie oder das. Ja? Jetzt schau mal nach, was sind die Ursachen? Die können aus früheren Leben oder sonst woher kommen. Der checkt das ganze System durch und korrigiert dann eins nach dem anderen. Und da habe ich schon Sachen erlebt, das ist ein Wahnsinn. Mhm. Ja? Und ich glaube, wir hatten das Beispiel in unserer ersten Sendung, zumindest fällt es mir gerade ein. Ja, dass unser Klarbewusstsein, unser Verstand, wenn wir das Empire State Building nehmen als Maßstab oder Höhe her, dann ist das, was wir vom Verstand her begreifen, was aktiv wir erleben, erfahren können von der Gesamtrealität, gerade mal so dick wie ein Blatt Papier. Das wäre ungefähr das gleiche Verhältnis. Ich meine, wir hatten dieses Beispiel auch schon damals gesagt. Ich habe mir über die Jahre hinweg etwas angewöhnt. Vor allen Dingen im Gespräch mit anderen Menschen, wo es genau darum geht. Ja, das kann man doch nicht verstehen. Ich verstehe das nicht. Wie geht das? Und so weiter. Und ich habe mir den Satz angewöhnt zu sagen, das kann man auch nicht verstehen. Aber man kann es begreifen. Und verstehen und begreifen sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ja, weil du holst mit Begreifen erstmal eine andere Ebene und zweitens kann ich dann zumindest mal den Vorgang begreifen. Ob ich ihn nun verstehe, spielt keine Rolle. Also auf gut Deutsch, ich begreife, wie so ein Telefon irgendwie elektromagnetisch Signale abgreift und es kommt zu mir und ich kann mit jemandem telefonieren. Verstehen, wie das funktioniert, kann ich nicht. Aber ich kann begreifen, Funktion funktioniert. Weil zum Verstehen gehört der Verstand. Der kann das nicht verstehen. Genau. Der ist beschränkt. Genau. Und das Begreifen ist ein größerer Prozess. Beim Begreifen müssen wir eben nicht nur den Verstand benutzen. Da kommt auch das Thema Gefühl, Emotionen, Intuition. Ich spüre irgendwie, ja, kann sein, kann nicht sein. Ist für mich wahr, unwahr. Wir haben ja alle diese Fähigkeiten letzten Endes, diese Rezeptoren auch für diese Themen, wenn wir uns dafür öffnen. Wenn wir eben nicht rein verstandesbehaftet sind. Ja, dann ist es ja möglich. Ich nehme mal an, das ist einer deiner Hauptarbeiten eigentlich. Die Heilung von Menschen ist sicherlich ein wichtiger Punkt, passiert aber eigentlich nebenbei. Sondern es geht darum, eben begreiflich zu machen, welche Mechanismen eigentlich auf uns einwirken. Und in dem Moment, wo es bei den Menschen vielleicht Klick macht und er sagt, ja, das, was du da aus dem Feld gelesen hast, das trifft zu. In dem Moment, ja, ist hier eine Connection. Und dann passiert etwas in ihm. Er hat Vertrauen zu dir oder kann sich fallen lassen, er kann das Thema genauer angucken, weil er eben rauskommt aus dieser Verstandesebene rein, in eine ganz andere Schwingung. Und letzten Endes ist eigentlich das schon der Schlüssel für Gesundung, sagen wir es mal so. Ja, weil im Endeffekt geht es um die Erkenntnis. Was ist die Ursache? Und wenn ich das erkenne, mir bewusst mache, und wir haben vorher ganz am Anfang gesprochen mit dem Bewusstsein, ja, also Geist steuert Materie, das ist Bewusstheit. Und Bewusstheit, weiß man inzwischen, ist ein quantenphysikalischer Prozess, der alles steuert. Jeder chemische Vorgang im Körper, der angetriggert wird, wird über quantenphysikalische Prozesse eingeleitet. Über das, ich sag mal, Nullpunktfeld, egal wie man es nennen möchte. Ja. Und das muss man eigentlich einfach mal begreifen. Ne? Begreifen, genau. Das ist das Thema, weil der Verstand kann das einfach nicht. Und wenn die mal die Erkenntnisse haben, vielfach spielt natürlich auch eine Verhaltensänderung eine Rolle. Mhm. Ja? Oder auch Komfortzone zu verlassen. Also nur als Beispiel, ich hatte mal eine Klientin, die hatte Asthma. Die kam da aus dem Nürnberger Raum und haben wir gearbeitet und da ging es eigentlich ganz gut. Hat sich gezeigt, dass sie hat zwei Kinder vom Mann, die sind aber nicht verheiratet. Der Mann hat aber eine andere Frau, aber sie wohnt in dem Haus, das ihrem Ex-Partner gehört.
Und er macht sich so Jux draus, ja immer wieder zu kündigen. Sie hat aber keinen Job, irgendwie funktioniert das nicht oder will nicht, warum auch immer. Und lässt sich von ihm ständig erpressen. Das heißt, ihr schnürt die Kühle zu. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, du musst da raus, such dir eine Wohnung, aber löst dich jetzt aus dieser Enge, ja, aus diesem Zwang, geh da raus. Und zu ihr ging es ein paar Monate ganz gut, ein paar Monate. Und dann irgendwann ruft sie an und sagt, es geht mir wieder so schlecht, kannst du nochmal nachschauen? Ich sage, und, bist du schon ausgezogen? Nee, das ist so anstrengend und wo ich einen anderen Job? Und ich sage, dazu kann ich da auch nicht helfen. Mhm. Ja. Also das gehört auch dazu. Es ist nicht so, dass wir Knipp machen und alles ist weggeblasen. Oder auch bei so einem Tumor auflösen, gehört viel Vorarbeit dazu. Ja. Wir hatten mal das Thema angesprochen, heilen mit Zahlen. Das ist auch so ein Thema. Ich kann auch nicht hinsitzen, weil ich habe das damals mit dem Darm auch probiert, monatelang, Zahlen rauf und runter zu beten, stundenlang. Ja, das hat nichts geändert. Ja. Und inzwischen ist mal klar, das hat auch der Gurjajew damals schon gesagt, haben auch mit Zahlen gearbeitet. Man muss das Thema dahinter auflösen. Und dann kann ich mit Zahlen so praktisch freiputzen, freischaffen. Ja. Aber wenn ich das Thema dahinter nicht anschaue, bringt es eigentlich selten was. Mhm. Ja. Weil es ist ja zu einfach. Ich nehme ein paar Zahlen, schreibe die Zahl auf, lege es unter das Kopfkissen und jetzt mach mal. Mhm. Es geht ja um Selbsterkenntnis. Warum sind wir hier auf der Erde? Wir müssen reifen, wir müssen uns entwickeln. Wir nehmen ja nichts mit. Da gibt es ja einige Beispiele, Thema Grabovoi, ja, Zähne nachwachsen lassen und so weiter. Ja, ich weiß, dass das funktioniert, bei den meisten aber eben nicht. Ja, warum? Weil sie die Ursache darum, warum ist der Zahn denn überhaupt weg? Da gucken sie nicht hin, der Fokus liegt eben darauf, Zahn nachwachsen lassen. Aber du musst erstmal begreifen, wozu, warum ist er denn weg? Und wenn das plötzlich da ist und dieses Thema aufgelöst ist, warum ist er weg, dann hat die Biologie, sagen wir es mal so, wenn es einen Nutzen bringt, durchaus die Chance, und mehr sage ich dazu nicht, das auch wieder nachwachsen zu lassen. Das ist schon möglich. Aber eben, das muss man auch wissen, Heilung, wie heißt es so schön? Es gibt nichts Unheilbares, aber eben nicht für jeden. Ja, genau. Es ist der eigene Prozess. Ja, ich sage immer, jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Mensch. Das ist oder so, wir sind noch besser ausgedrückt, ganz genau. Formuliert, ja. Weil klar, auch mit dem Zähnenachwachsen, das ist erstens mal extrem Fokus notwendig. Ja. Ja, wenn dann nur der leiseste Zweifel durchkommt, dann war's das. Ja. Aber theoretisch funktioniert es und auch praktisch, aber ja, ist ein anderes Thema. Du hast ein gutes Stichwort gegeben, lass uns das zum Ende der Sendung auch noch aufarbeiten, weil ich glaube, das ist etwas, was auch viele interessieren könnte, weil das ein wesentlicher Schlüssel für Erfolg ist. Und zwar in jedem Bereich, sei es jetzt nun körperlich, beruflich, geistig, spirituell, materiell, was auch immer. Du hast gerade angesprochen, ja, der Zweifel ruiniert letzten Endes das Hologramm, was wir erschaffen. Wir erschaffen also durch Zweifel eben halt genau dieses Hologramm, was uns bestätigt und diesen Zweifel bestätigt. Und hast du eine Idee, hast du einen Tipp, hast du eine Übung, was auch immer, ja, wo du sagst, das kann man sich mal angucken, um diesen Zweifel loszuwerden oder zumindest mal daran zu gehen. Weil ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum viele Menschen ihr Potenzial nicht leben können. Weil sie daran zweifeln, dass sie es haben, dass sie es können, dass es geht, dass sie es verdient haben, ja, dass sie in die Fülle gehen können. Sie zweifeln schlichtweg daran. Hm. Na gut, das trifft auch wieder die Quantenphysik. Man weiß inzwischen, dass Elektronen in alle Prozesse, Protonen, Elektronen vom Elektronen involviert sind. Und positive Gedanken und harmonische Gedanken, das ist auch ein kosmisches Gesetz, haben einen positiven Spin. Kommt dann der Zweifel in das Spiel, dreht sich der Spin ins Negative. Das heißt, zuerst positiver Spin, der negative Spin kompensiert sich, kein Effekt. Ja, mhm. Das ist auch der quantenphysikalische Ebene, die Erklärung dafür. Aber das sind meistens Programme, die im Unterbewusstsein laufen, diese Zweifelprogramme. Das heißt, was ich da meistens mache, entweder über die Quantenebene oder mit dem Höheren Selbst oder am liebsten mit Hypnoanalyse ins Unterbewusstsein rein, die Dinge aufspüren und umprogrammieren. Das heißt, wir werden vom Unterbewusstsein gesteuert, die müssen im Unterbewusstsein geändert werden. Es gibt natürlich dann mehrere Ansätze, aber die hängt immer davon ab, wie zugänglich ist derjenige. Ja. Was will er auch machen? Morgen kommt eine, die hat gleich am Telefon gesagt, ja, aber Hypnose will ich nicht. Warum? Schon mal erlebt? Nö. Aber das will ich nicht. Ja? Mhm. Na gut, okay.
Aber das sind halt so, die haben keine Ahnung, was es ist, aber irgendwelche Ängste davor. Mhm. Und das sagt schon eines, dass die Person Hauptproblem Angst. Angst, Zweifel. Ne, an sich selber auch. Mhm. Ne, Leben nicht in die Reihe kriegen, weil da hängt der Zweifel so tief und blockiert alles. Und das ist die Arbeit dann, wie du so schön gesagt hast, das Unterbewusstsein von diesen Dingen aufzuräumen. Wie man das dann macht, das hängt auch von der jeweiligen Person ab. Und ich habe da eine ganze Werkzeugkasten mit 20, 30 Tools, wie auch immer. Und ich arbeite natürlich, weil ich mir nicht anmaße, wenn die Leute wieder gesund sind hinterher. Manchmal ist auch ein Coaching-Programm. Also ich liebe eigentlich Coaching-Programme. Ich hatte jetzt eine Ärztin in Graz, die war 45 Jahre alt, konnte nicht mal arbeiten. Die konnte sich nicht mal bücken, die konnte nicht mal sitzen, die konnte nicht mal Auto fahren, die musste ihre Praxis schließen. Ja? Mit der habe ich dann, das war ein Invest, gut, ich war zwischendrin 2 Wochen Urlaub, 4 Wochen gearbeitet, ganze Themen von Ahnen über Eltern, Geschwister, sexuelle Themen mit ihrem Mann und durchgearbeitet. Und jetzt ist sie happy, arbeitet wieder vollkommen und bildet sich sogar weiter. Die ist richtig, die hat vor kurzem noch eine Mail geschickt, sie ist so dankbar für das Erlebnis. Meine Ärzte, die auch homöopathisch arbeitet. Mhm. Ja? Das ist so ein schönes Erlebnis, aber man muss dann natürlich auch Mitarbeitendes laufen lassen. Und da sind verschiedene Techniken einfach immer notwendig. Es gibt nicht so, dass das eine und das ist so, weil das ist auch so, was die Schulmedizin immer versucht, ein Medikament und das muss für alles klappen. Mhm. Aus der Quantenphysik und aus der Physik, aus meiner eigenen experimentellen Physikererfahrung weiß ich, ein lebendes System ist nicht mit der Petrischale vergleichbar. Ja? Alles, was ich, die ganze Virusforschung, können wir jetzt stundenlang reden, aber das ist in zelluläre Brötchen da entstanden, sind Zellkulturen. Ja, das ist eine Zellkultur, die ist isoliert. Hier im Körper habe ich eine Intelligenz und die denkt mit. Ja? Und diese Intelligenz muss ich wieder mit integrieren in die Arbeit. Ja? Und die meisten Medikamente und was es alles gibt, arbeiten gegen die Intelligenz vom Körper. Ja, und du musst ja dahin kommen, dass ich wieder Vertrauen habe in meinen Körper, so wie ich damals im Gang genauso. Also, du warst zuständig, dass der Dünndarm zu war, jetzt macht das Ding auch wieder auf. Ja. Und das ist genau das Prinzip, weil der Körper ist intelligent und darum kann ich nicht Experimente in der Petrischale übertragen auf ein lebendes System. Ja, und jeder Mensch ist anders. Ja. Es kommt an jemand, der hat auch Asthma, der hat ein ganz anderes Thema wie der andere Ursache. Oder Zähne sind ein Riesenthema. Jeden Zahn, also auch meine Zähne, die wurden kaputt gemacht und Zahnarzt. Das ist Verbrecher für mich. Ne? Es gibt wenige gute, die holistisch arbeiten und die kapiert haben, dass in jedem Zahn ein Organ hängt und was da alles damit zusammenhängt. Mhm. Ja? Ich hatte jetzt, das war wirklich mein Schwiegersohn, der hatte Zahnschmerzen und dann hat er auch gebeten, ich soll mal mich drum kümmern. Dann habe ich auch, das waren Themen, weil das Knie, und Bein, ja, Schmerzen und extreme Zahnschmerzen. Und habe ich als Feldarzt gefragt, und da kam, ja gut, das ist der 4-6er, hat mit Bein und Knie zu tun, Thema Eltern, Ahnen, so, ganze Geschichte halt, Familienthemen. Und haben dann aufgearbeitet und dann was besser, ist dann trotzdem noch zum Zahnarzt gegangen, weil er gemeint hat, es ist der 4-5er. Ja, hat er abgezählt, und dann ist der 4-6er. Und okay, sage ich. Und Zahnarzt hat dann festgestellt, oder Zahnärztin, es ist doch der 4-6er, weil dem wurden Zähne gezogen wegen der Spange, dass die Platz haben. Das ist auch ein Verbrechen. Zähne ziehen, da gibt es Probleme mit der Wirbelsäule. Ist nicht notwendig. Ja, drunter Sophie, nur als Buchbeispiel, da kann man es nachlesen, wie sie nur die Zähne von allein wieder regulieren, sondern auch der ganze Körper mit allem, was da dran hängt. Das ist ein wahnsinniges Thema. Ja, und dann hat die Themen aufgearbeitet und ist zum Zahnarzt und dann hat die auch nichts, ich habe so gesagt, er kann zum Zahnarzt gehen, kann das untersuchen lassen, hat ein Röntgenbild gemacht, hat aber nichts gefunden. Und ich habe zu ihm gesagt, die wird nichts finden. Was macht die dann? Die gibt ihm einen Termin für eine Wurzelbehandlung. Ja, man könnte ja mal prophylaktisch die Wurzel behandeln. Das ist das größte Verbrechen. Und eine Wurzelbehandlung, die muss gut gemacht werden. Die kann gemacht werden, aber da muss man es richtig mit Mikroskop und allem arbeiten, sich gut auskennen. Ja, macht die einfach einen Termin, also nicht hingegangen dann. Ja, aber nur die Beschränktheit dann. Dann machen wir vorsorglich eine Wurzelbehandlung, kann ja nicht schaden. Man könnte ja vorsorglich mal den Busen wegnehmen, kann ja nicht schaden, könnte ja Krebs kommen. Ne? Ich sage zu manchen Menschen, können wir vorsorglich den Kopf wegmachen, kann ja auch nicht schaden.
Wie oft hören das die Leute, ja, wenn der Arzt sagt, ja, kann ich nicht zuordnen, was sie da haben oder sowas. Hier, nehmen Sie mal, eine Woche lang Antibiotika. Einmal mal nehmen, ja, schadet nichts. Ja. Ja, genau, das ist das Thema. Wir müssen uns wieder bewusst werden eben über diese Prozesse. Ich sage so, wie es ist, wenn ich Schmerzen habe und ich leide, sage ich jetzt mal, dann habe ich überhaupt keinen Stress damit, eine Kopfschmerztablette zu nehmen oder so weiter. Ich meine, ich habe das große Glück, das passiert bei mir nicht. Das letzte Mal vor 10 Jahren wirklich krank gewesen, sage ich jetzt mal. Aber das ist genau der Punkt. Auch da nicht wieder dogmatisch. Auch in der Schulmedizin gibt es gute Sachen. Überhaupt keine Zweifel. Vor allen Dingen eben, das haben, wie schon so oft gesagt, die Notfallmedizin, Notfallchirurgie und so weiter. Ja? Wenn du einen Arm gebrochen hast oder sowas, da willst du nicht zum Geistheiler gehen. Der muss der geschient werden, ne? Da muss Materie ran. Aber es gibt sehr viele Themen, die wir über Jahre hinweg mit uns mitschleppen, die dann eben so kleine Zimperlein verursachen. Ja, Nackenverspannungen und wir kennen das doch alles, ja. Aber Patrick, auch bei den nur Chirurgen, weil du gesagt hast, Operationen, weil selbst die Wunde dann muss der Körper heilen. Das macht der Chirurg auch nicht. Nein, keine Frage. Und da kann man den Körper wieder unterstützen. Na sicher, das sollte man auch. Und so weiter. Ja. Ich würde ja trotzdem, wenn der jetzt geschient werden muss oder ein Gips dran gemacht wurde, weil er gebrochen ist, würde ich ja trotzdem hinter das Thema hinterher gucken. Warum habe ich mir den Arm gebrochen? Weil wir hatten ja ganz zu Anfang ja auch festgestellt, das ist eines der wenigen Gesetze, die man begreifen kann in der Quantenphysik ist, es gibt keinen Zufall. Den gibt es einfach nicht. Alles Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Also gucke ich ja mal in die Ursache rein. Was war denn? Also was hat mir zum Beispiel, ich breche mir den linken Arm. Was hat das also? Linker Arm, ja, Gehirnhälften synchronisieren, genau das Gegenteil. Was hat das also damit zu tun? Ich würde mir da auch einen Profi holen. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber nicht. Bei dir auch? Bitte? Patrick, bei mir hängt gerade das Bild, bei dir auch? Nein, bei mir ist alles super. Die war gerade instabil. Ist soweit alles in Ordnung. Wir haben es ja eh gleich auch geschafft, von daher halten wir das noch durch. Verstehst du, was ich meine? Also beides wieder reinnehmen. Ja, dann lass doch den Chirurgen den Arm von mir aus gipsen. Aber guck doch hinterher, geh hinterher zu jemandem, der sich auskennt, sagt, was ist das für ein Thema? Wo kommt es her? Und habe ich das erlebt in letzter Woche oder vor einem Monat? Ja, habe ich irgendwas verdrängt oder wollte nicht hingucken, was mich eben darauf hinweisen möchte? Weil das ist ja die Konklusion aus dieser Sendung. Wenn der nur den Arm schient und du kümmerst dich um das Thema nicht, hast du gute Chancen, dass es wieder bricht irgendwann oder dass der Gips nicht hält. Oder der nächste Arm drankommt. Oder. Genau. Ja, das ist ja das. Das Beispiel, was du vorhin genannt hattest mit der Warnlampe im Auto, ist ja so ein Thema. Viele Menschen wissen, dass sie im Burnout sind und ignorieren es, bis sie wirklich flach liegen. Ja, bis gar nichts mehr geht, halbes Jahr, dreiviertel Jahr Ausfall oder länger mit Psychotherapie, mit Therapeuten und das ganze Spiel, um überhaupt einigermaßen wieder klar zu sein. Und wenn ich diese Signale aber verstehe und wahrnehme und auch mich drum kümmere, ja, und da sei es nur mal eine Woche Pause zu machen aus allem Wahnsinn, mal rauszugehen, was auch immer, dann kann der Körper sozusagen die Signale ja wieder zurückfahren und kann sagen, okay, mein Mensch hat begriffen und guckt hin, sieht sich das Thema an, großartig, ich kann die Warnsignale zurücknehmen, also den Schmerz zurücknehmen vielleicht, den ein oder anderen Tumor und so weiter und so fort. Ja, das ist ja alles möglich plötzlich, aber wir müssen das eben, und da sind wir wieder dabei, nicht verstehen, begreifen. Ja. Und da ist das, ich sag mal, das mechanistische Denken immer so eine Blockade und da muss man rauskommen für das ganzheitliche Denken. Und da nehme ich halt die quantenphysikalischen Gesetze gerne her als Zugang auch zu Leuten, die jetzt auch technisch unterwegs sind und so weiter, die nicht so spirituell unterwegs sind. Und im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, wie auch jeder große Physiker entdeckt hat, wie Max Planck gesagt hat, ja, je tiefer man grabt in der Physik oder Quantenphysik am Boden, ist doch wieder Gold vom Glas, die Schöpfung, egal wie man es nennen möchte. Nullpunkt Energie, Quantenfeld oder was auch immer. Aber es gibt halt eine riesen Intelligenz dahinter. Und die zu verleugnen, das hat Darwin versucht, hat René Descartes versucht, bei Newton gab es auch bloß Mechanik. Aber das hat genau dazu geführt, in diese seelenlose Gesellschaft, die manipulierbar ist und jetzt Richtung Transhumanismus läuft. Na gut, mal schauen, was dabei rauskommt. Aber da ist wieder der Erwachungsprozess notwendig, um zu kopieren. Und das sind so Gespräche, wie wir jetzt führen, meiner Meinung nach ganz wichtig. Und ich bin da dankbar für das Gespräch. Weil ich glaube, diese Information muss momentan unter die Leute. Ich bin morgen, glaube ich, zu einem Kongress eingeladen, also zumindest die Aufzeichnung, wo es auch, ich meine, da geht es auch um Transhumanismus und solche Sachen. Mal schauen, wie es wird. Aber na klar, du hast vollkommen recht. Das sind
auch das ist wieder, das ist die Ursache bzw. die Wirkung, die man erzielen möchte. Und man versucht ja alles, die Menschen dahin zu bringen, indem man ihnen sagt, Mensch, das könnte gut sein, ne? Hast du einen USB-Stick hier oben dran, ja, schließt dich einfach toll an und fertig. Ne? Oder wir bauen dir eben Bio-Komponenten, also künstliche Dinge ein, künstliches Gelenk, das gibt's ja alles schon, aber das ist ja nur die Vorstufe. Das nächste ist dann eben, ja, wahrscheinlich KI-gesteuerte Systeme. Das ist die Frage, kannst du deinen Körper am Ende noch selber steuern oder wirst du gesteuert? Und am Ende ist es ja schon so, wir sind ja schon gesteuert. Solange wir das Ruder nicht wieder übernehmen, unser Verstand ist so zugemüllt und so zuprogrammiert, dass wir nicht sagen können und so gut wie kaum ein Mensch sagen können, ich treffe freie Entscheidungen. Weil die meisten Entscheidungen, die man sich dann anguckt hinterher und man schaut, ja, wer hat sie denn eigentlich getroffen? Ah, es war der Werbetexter, der die Entscheidung getroffen hat, dass du das Produkt kaufst. Es war der und der Konzern, der dir eingeredet hat, dass dann das und das ist notwendig. Oder die und die Regierung. Oder. Es ist ja ganz selten, dass wir ernsthaft eigene Entscheidungen treffen. Und das ist das, was du vorhin sagtest, raus aus der Komfortzone. Denn da ist es gar nicht möglich, dass wir auch von außen programmiert sind. In dem Moment, wo wir auch wirklich uns um unserem eigenen Thema kümmern und uns den Herausforderungen stellen, mit Mut, mit Freude, dass die Dinge kommen. Wenn wir also begreifen, Herausforderungen wollen uns im Leben nicht stressen, sondern sie gehören schlichtweg dazu. Es geht also darum zu lernen, wie gehe ich mit Herausforderungen um. Du kannst sie nicht ignorieren, du kannst sie nicht wegleugnen, du kannst sie nicht wegbeten oder sonst irgendwas, sondern du kannst nur lernen, wie gehe ich mit Herausforderungen um. Nehme ich sie an, ja, oder lehne ich sie ab? Und das ist der Punkt. Genau, und dann muss man dankbar sein für die Chance, das sind Reifeprozesse. Ganz weil schau, wenn wir gehen, wir nehmen nichts mit. Richtig. Was wir mitnehmen, ist unsere Festplatte mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben. Ja. Ne? Ich nehme keinen Rolls-Royce mit, nehme auch keine Yacht mit, kein Flugzeug, gar nichts. Ne? Und nur die Erfahrung, und das ist genau das Thema. Und darum sind wir hier. Das Interessante ist vielleicht noch am Rande, durch meine vielen Rückführungen auch, und ich habe mich mal mit so einem indischen Psychologen befasst, der ist schon älter, der hat auch schon über tausende Rückführungen gemacht. Und der sagt auch, wir als Seelenwesen, als Geistwesen, wir können überall reinkarnieren. In der Erde, auf dem Mars, in der Sonne, überall. Nicht dann mit dem Körper, aber wir können überall reinkarnieren. Und die Seelen, die aber eine Hardcore-Erfahrung machen wollen, die stehen Schlangen, um hier auf die Erde zu kommen. Weil in der 3D-Welt, ja, da ist richtig Hardcore möglich. Und weil das eine polare Welt ist. Ja. Ja, jetzt kann man darüber fluchen und sagen, das ist eine Scheißwelt und so weiter. Aber die wollen alle hierher, weil nur hier kann ich die Seelenerfahrung machen. Und ich brauche mal Sparingspartner. Ja? Ich hatte auch mal so ein Jesus-Erlebnis, da ging es auch um das Thema, der ist böse und der ist böse und so weiter. Und kam auch die Info, keiner ist böse. Das sind alles Engel und Lichtwesen. Ja? Nur jeder hat eine andere Aufgabe. Ja? Und wenn der eine was sogenannt Böses tut, ja, dann macht er das auch nur, damit du daran reifen kannst, die Erfahrung sammeln kannst. Und das müssen wir uns klar werden. Ja, vielleicht ein Thema mal für eine andere Sendung. Okay. Gerne sogar. Ja, du bist gerne wieder herzlich wieder eingeladen. Überhaupt kein Problem. Ich glaube, da haben wir sehr viele Gedankenanstöße uns selber eigentlich gegeben, wo man mal tiefer einsteigen könnte. Ich möchte das so verstehen, die Welt letzten Endes und auch das Thema Inkarnation. Und das rate ich jedem anderen auch als einfach als kleiner Tipp. Ich muss davon ausgehen, dass wir, genau wie du schon sagtest, uns das ausgesucht haben, möglicherweise sogar Schlange gestanden haben, um hier endlich hierher zu kommen, aber dass wir uns auch vorher bewusst waren, dass wir die Herausforderungen, das, was wir hier erleben, dass wir das bewältigen. Nicht ein großes Experiment, wir gehen da rein und wahrscheinlich scheitern wir, sondern wir haben gewusst, wir haben die Stärke, wir können das regeln und wir können unser Leben so leben, dass wir die Erfahrungen machen, die wir machen wollen und sollen auch. Beides bedingt sich. Ne? Es gibt die Erfahrung, die du machen sollst und die Erfahrung, die du machen darfst. Das musst du für dich entscheiden. Aber bevor wir uns an diese Schlange angestellt haben, haben wir innerlich gespürt, wir können das. Ja. Wir wollen das. Wir haben die Stärke. Genau. Sonst hätten wir das, genau das ist es. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas, was wir mitnehmen können als frohe Botschaft und als hoffnungsvolle Botschaft. Lasst uns euch ums Verrecken nicht unterbekommen. Ihr kriegt es hin. Nehmt nur die Dinge an. Bei den meisten, das ist meine Erfahrung, fehlt tatsächlich, du hast es vorhin super gesagt, es fehlt das Werkzeug, ja, das Leben sozusagen zu bauen, das Leben so zu machen, wie man das haben möchte. Und in dem Moment, wo du aber das Werkzeug hast, und das kann ein geistiges Werkzeug sein, das kann ein spirituelles Werkzeug sein, das kann alles Mögliche sein, aber sobald du es hast, ja, plötzlich
gehen die Dinge vorwärts, sie gehen ins Rollen, es funktioniert. Und wenn du dann mit diesen Dynamiken lebst und weißt, es gibt Auf, Ups, das ist ganz normal. Es gehört dazu. Du veränderst am Ende nur deine Sichtweise darauf, du veränderst deinen Umgang mit dieser Situation und ärgerst dich eben nicht, sondern sagst, okay, jetzt ist immer, jetzt geht's halt vielleicht mal eine Weile bergab. Es läuft vielleicht nicht ganz so, wie ich das möchte. In Ordnung, mache ich vielleicht Urlaub in der Zeit. Und in dem Moment, wo es wieder hochgeht, ja, kann man wieder pushen. Und das gilt in allen Bereichen, in seiner Partnerschaft, wie gesagt, in der Liebe, in der Sexualität, ja, in der materialistischen Welt, im Geldverdienen, aber auch im spirituellen Bereich ist das genauso. Da gibt es genauso diese Hoch und Tiefs. Und wenn wir das begreifen, dass es die Welt ein Rhythmus ist, dann können wir uns nach diesem Rhythmus anpassen und dann haben wir es auch bei weitem nicht mehr so schwer. Genau, weil im Endeffekt muss sich immer klar werden, wie ich vorher schon mal sagte, wo entsteht die Welt um uns? Das ist ein Hologramm, das im Hirn entsteht, aber dann nach außen projiziert wird. Das heißt, das, was wir sehen, ist im Endeffekt ein Hologramm, das wir selbst erschaffen. So, und da liegt eigentlich schon der Schlüssel. Du musst das Hologramm ändern. Ja? Ganz genau. Und dann ändert sich's außen. Das heißt, ganze Mindset und was so alles dazugehört, da muss ich dran arbeiten. Und da gibt's Wege, gibt's Mittel. Und wie gesagt, ich bin auch gerne bereit, da in dem Thema Leute zu unterstützen. Vor allem auch im Managementbereich sehe ich momentan einen großen Bedarf. Da gibt's vielleicht ganz kurz noch dieses Thema ESG, wo momentan, ich habe ja diese Immobilienfirma und da sind die großen Fondsmanager, die Milliarden da verwalten und die rennen jetzt allem dem ESG-Thema hinterher, Environmental, Social und Governance und kapieren nicht, dass sie damit ihr eigenes Grab schaufeln, weil das ist nichts anderes wie Social Credit Points für die Firma. Man kennt es aus China, Social Credit Points, wenn ich nicht brav bin, kommt meine eigene Wohnung nicht rein, Pech gehabt, ja. Und das haben die jetzt konstruiert für die Firmen. Ja? Und die rennen da alle blind hinterher. Und die, wenn die nicht mitspielen, dann werden sie abgestraft. Dann kriegen sie keinen Kredit mehr, das, sind wir jetzt schon dabei. Werden Kunden gesperrt. Ja? Dann zahlen die statt 5% Zins mal 10-20%. Ja? Oder müssen dann 60-70% Eigenkapital mitbringen für ein Investment oder wie auch immer. Die werden abgestraft und die gehen unter. Und das muss man sich bewusst machen. Und das ist halt das Thema, wo die Leute verlernt haben, zu hinterfragen, dahinter zu kommen. Ja, und das ist halt mein Job jetzt hier, wenn auch Klienten kommen, zu hinterfragen über das Quantenfeld, was steckt dahinter? Was läuft da im Hintergrund? Und das dann wieder bewusst machen, ins Leben zu holen, dann zu korrigieren und dann kann auch wieder Gesundung oder Power, Energie, alles wieder auftauchen. Ja, genau so ist es. Derjenige möchte, wir haben schon gesagt. Ja, natürlich, der freie Wille, das Willen, das Wollen, ja, das ist ein entscheidender Punkt. Ich bin ja auch eigentlich ziemlich tief in dem Thema Mindset immer drin und das ist auch, was ich in den Sendungen oder auch meinen Mandanten oder Klienten auch immer sage. Du kannst nie unerfolgreich sein, das geht gar nicht. Ursache, Wirkung. Und wenn du mit der Ursache nicht zufrieden bist, mit der Wirkung nicht zufrieden bist, lerne andere Ursachen zu setzen, dann erzielst du auch eine andere Wirkung. Und eine Option, liebe Zuschauer, habt ihr nämlich heute kennengelernt. Wer mehr wissen möchte, schaut unter dieses Video. Ihr findet dort den Link, wie gesagt, zu seiner Homepage. Und nehmt doch einfach mal Kontakt auf, ja? Ein unverbindliches Gespräch, das schadet nicht. Man kann sich mal schlau machen, guckt, ob das resoniert, ob das passt, ob das der Richtige ist. Und dann geht die Dinge an. Man muss also, und das wollte ich jetzt als Konklusion noch sagen, du musst also nicht krank sein, um dein Leben zu verbessern oder dein Mindset zu verändern oder eben eine andere Zukunftsvision zu entwickeln und die auch in der Lage zu sein, umzusetzen. Aber das ist der Punkt. Der erste Schritt geht immer von dir aus, lieber Zuschauer. Und den wünsche ich dir auch. Und dann wünsche ich dir viel Mut und viel Glück und vor allen Dingen Entschlossenheit und Entscheidungskraft dabei. Denn dann werden sich die Dinge auch ändern. Mein Lieber, habe Dank für diese wahnsinnig tolle Patrick, Sendung. Ich danke dir für dieses doch informative Gespräch. Und da vielleicht schön, dass wir es mal fortsetzen können. Ich bin mir sicher, dass wir das fortsetzen. Ja. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch noch was ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, da musst du den Gast noch mal einladen, schreibt es mir bitte unter die Kommentare. Gebt bei der Gelegenheit bitte auch diesem Video einen Daumen hoch. Und wer das Ganze unterstützen möchte, es gibt jetzt, wenn ich das richtig gesehen habe, bei mir haben wir endlich die Möglichkeit, eine Kanalunterstützung zu machen. Ansonsten schaust du dich einfach mal auf meiner Homepage um. Dort gibt es auch interessante Produkte, die dir auch dabei helfen, ja, dein Leben wieder in die richtige Bahn zu bringen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.